Es war gegen 7.45 Uhr, als uns der Notruf einer Zeugin erreicht hat. Sie war auf dem Radweg zwischen Ochsenfurt und Marktbreit unterwegs und ist auf zwei leblose Kinderkörper zunächst aufmerksam geworden. Sie hat dann natürlich sofort über Notruf Polizei und Rettungsdienst verständigt. Meine Kollegen und Notarzt waren auch sehr schnell dann vor Ort. Der Arzt allerdings dann nur noch den Tod der beiden Buben im Alter von 2 und 5 Jahren feststellen können. Und die Einsatzkräfte haben dann auch direkt neben dem Radweg im Bereich der Straßenböschung einen 42-jährigen erwachsenen Mann aufgefunden. Dabei handelt es sich um den Vater der beiden Kinder. Wir haben die Mutter unmittelbar nach dem Auffinden der Kinder zu Hause angetroffen, entsprechend verständigt, hatten auch ein Kriseninterventionsteam gleich mit dabei. Die Spezialisten haben sich dann um sie gekümmert und sie ist selbstverständlich momentan für uns noch nicht vernehmungsfähig. Was wir mit einiger Gewissheit noch sagen können, ist, nachdem direkt auf der Brücke oberhalb des Auffindeorts ein Transporter gestanden war, am rechten Fahrbahnrand geparkt, können wir zwischenzeitlich sagen, dass alle drei vermutlich mit diesem Transporter vor Ort gekommen sind und danach entsprechend zu Tode gestürzt sind. Unsere Ermittlungen, was den genauen Hergang anbelangt, was die Ursache anbelangt, dauern momentan noch an. Dabei geht es natürlich insbesondere auch um das Umfeld der Familie und auch um rechtsmedizinische Untersuchungen beispielsweise. Wir ermitteln auf Hochtouren, das heißt, wir klären natürlich jetzt das Umfeld ab. Es werden noch rechtsmedizinische Untersuchungen auch durchgeführt und danach werden wir nach und nach ein Bild bekommen, was genau hier geschehen ist. Und deswegen können wir momentan zu Details aus diesen Ermittlungen noch nichts sagen.